Hallo ihr Lieben. Wow, meine Stimme. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich bin noch nicht ganz wach. Die Kamera wackelt, weil mir irgendwie auch kalt ist und ich euch so in der Hand halte. Ja, heute geht's zu Glow und das ist ein bisschen früh. Ja, geht, kommt, ne? 6:30. Aber ja, ich muss erstmal wach werden. Ich hatte nicht die beste Nacht. Mir ist kalt. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier raus ein bisschen was zaubern. Und dann, wenn du Bock drauf hast, ne, dann nehme ich dich mit zu Glow. Und ja, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wow, das soll wohl helfen, ne? Ja, die Augenpads rutschen leider ein bisschen. Das sind die von Revolution, die veganen Kollagen mit beruhigendem Effekt. Das ist ganz, ganz angenehm gerade eigentlich. Das kann ich ganz gut gebrauchen. Und von Dalton die Magical Effect Maske. Ich habe jetzt diese Woche tatsächlich auch einen Code, Beauty Claudi. Damit kannst du 20% sparen bei Dalton. Gönnt euch hart. Jo, das war jetzt schon mal erfrischend. Und wer sich fragt, ne? Ja, mein Freund hat auch so ein Vieh. Also genauso wie ich. Genauso viel Platz wie ich. Genau, und jetzt gucke ich Dennis Video. Und das hier ist dann quasi meine Morgenpflege. Will er nicht scharf stellen, ne? Will er nicht. Hallo? Hallo? Naja, auf jeden Fall kommt das jetzt in mein Gesicht. Und dann gucken wir mal, ob das noch besser werden kann. Ja, ich würde sagen, Glow ist auf jeden Fall am Start. Ich bin ein bisschen wacher. Aber trotzdem gibt es jetzt einen Kaffee und Klamotten vor allem. Das waren jetzt gleichzeitig so viele Upgrades, dass selbst Sammy mich angeguckt hat, als wäre ich jetzt ein anderer Mensch, was ich cool finde. ja, also ich habe jetzt ja, es ist aus der Perspektive echt blöd, ne? Dieses wunderschöne Kleid an, was ihr auf Instagram abgestimmt habt. Ja, tatsächlich. Und jetzt kommt Farbe ins Gesicht. Hab ich ein kleines Upgrade gemacht? Ja. ja, das ist jetzt mein Look. Den könnt ihr euch auch gerne aus der Nähe angucken. Ich finde, dass es einfach nicht zu zugekleistert ist. Also für Videos schminke ich mich immer deutlich intensiver, weil da natürlich auch die Lichter immer sind und so, ne? Jo. Und jetzt warte ich auf Sarah Isabel. Alles. Die macht die Krebs, die kassiert und die lebt, die atmet, die denkt. Das ist total krass. Also die Frau, wenn sie dieses Video sehen sollte, sie hat einen Orden verdient. Ich würde mir gleich direkt zwei bestellen, weil ich esse ja auch zwei. Das ist auch vollkommen legitim. Ja, guten Morgen. Nach 8 Stunden auf der Glow hatte ich tatsächlich keine Muße mehr, noch groß zu drehen, zu filmen. Ich war dann noch ein bisschen essen mit Nika und mit Nicole. Reden ist auch nicht mehr ganz so meine Welt, ne? Und das war super, super schön. Wir haben auch echt lange gemacht. Danach auf dem Hotelzimmer musste ich erstmal duschen. Sarah Isabel hatte sich schon ins Schlummerland begeben. Gleich gehen wir erstmal schön frühstücken, ein bisschen lebendig werden und dann geht's schon nach Hause tatsächlich. Es ist ja die erste Glow gewesen, auf die ich gegangen bin und es war einfach vom Highlight her das Heftigste, die Menschen zu sehen. Dass man einfach sieht, hey, die anderen Creator treffen, die anderen, also die Trashy-Gruppe. Ja, mit Sarah Isabel in einem Zimmer zu sein, absolutes Highlight, ich sag's euch. Kann ich nur empfehlen. Ja. Mit einer schwangeren Claudia in einem Zimmer sein, kann ich auch nur empfehlen. Oh, Entschuldigung, meine Hände sind nass. Komm, ich mit klar. Okay.
Es war schön, die ganzen Mädels zu treffen. Es war schön, euch dort zu treffen. Ich habe es ein bisschen vermisst, dass dort einfach Make-up mehr vertreten gewesen wäre. Wisst ihr, was ich meine? Trinidad Up war nicht wirklich da. Balea war nicht, gut, ist nicht Make-up, aber ihr wisst, was ich meine. Balea war nicht da. Es war Alverde als Blumenkranz da, aber halt nicht als Marke ersichtlich. Also für mich hat da so ein bisschen dieses Beauty-Flair gefehlt. Für mich war das halt irgendwie eine Food-Geschichte. Wir haben super viele Lebensmittelsachen da gehabt. Es war merkwürdig aufgeteilt. Der Food-Bereich war im Raucherbereich. Mitten in der Glow-Geschichte war ein Crepe-Stand, der total überfüllt war, was ihr auch gesehen habt. Es war alles irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas fehlte mir. Weiß ich nicht. Also die letzten Glows sind ja auch so ein bisschen anders gewesen. Ich war ja auch schon zweimal in Berlin auf der Glow und da war es einfach viel mehr mit Beauty und so. Also gerade ja, so die allererste. Ja, ich glaube die allererste in Berlin war das auch. Ich meine, gibt es jetzt so nicht mehr, aber BH Cosmetics, ja, wo man so richtig so zum Shoppen so einmal im Kreis gehen konnte, sich eine Palette mitnehmen konnte oder sich irgendwo Neuheiten anschauen konnte. Trinidad Up hätte ich auch so Bock gehabt, ja, wenn es sowas gegeben hätte. Ich weiß gar nicht, ob Trinidad Up schon mal auf der Glow so war. Ich erinnere mich gar nicht daran. Okay, aber es wäre sinnvoll gewesen. Total eigentlich also, ne? Und zwar ist Judith Williams da gewesen, aber ja, nur so ein Mini-Stand. Das ja, fand ich halt auch irgendwie. Also Pflege und Lifestyle gab es irgendwie auch so viel, ne? Aber kaum so richtig Make-up. Make-up, ja. Make-up hat gefehlt. Mal gucken, wie dann die nächste Glow so wird, zu der ich gehen werde. Leute, gestern war das einfach zu wild, deswegen habe ich jetzt hier einfach mal die Glow Goodie Bag, die ich euch noch zeigen möchte und auch, was ich mir auf der Glow gekauft habe selber. Zur Glow Goodie Bag konnte man tatsächlich auch dazu bekommen, wenn man irgendwie bei so einem Extrastand noch vorbeigekommen ist von Dove, diese Summer Glow Body Lotion, ist ganz süß, ne? Also ich glaube, die wird quasi, genau, auch noch Bräune spenden, also quasi so eine Art Selbstbräune hast du auch noch mit dabei. Und von Parsa ist das so eine Bürste, die man halt super auch so fürs Handgepäck und also fürs Handgepäck, für die Handtasche und so nehmen kann. Ich fand's cool, ich verwende solche Bürsten halt immer gerne. Und weil ich tatsächlich zwei Goodiebags habe, weil ich mir ja ein Ticket selber gekauft habe und das auch nicht so schnell wieder verlosen konnte, weil ich ja dann erst montags die Zusage bekommen habe, dass ich auch als Glow Creator dort halt hin kann, ja, habe ich dann quasi als für mich selber und auch tatsächlich als Creator eine Glow Bag. Und deswegen wird eine Glow Bag von diesen beiden an einen von euch verlost. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Hier habe ich die Real Techniques Schwämmchen drin. Die finde ich total klasse. Die bleiben definitiv. Ich finde, Real Techniques hat mit die beste Schwämmchenqualität und vor allem auch ein richtig tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Mag ich richtig, richtig gerne. Die werden sehr schnell gegessen werden von Beauty Sweeties. Die hatten da auch einen Stand. Süße Kronen mit Q-Enzym, Q10, Aloe Vera und Biotin. Die sind richtig lecker und die sollen halt angeblich Schönheit von innen geben. Keine Ahnung. Ich mag die einfach gerne lecker. Genau. Werde Lebensretterin. Da ist hier von der Stefan Morsch Stiftung einfach ein Flyer mit dabei. Dann haben wir hier Elegant Touch Lux Sunset Strip. Das sind halt so Aufklebenägel. Das ist jetzt nicht so unbedingt meine Welt, ne? Aber das ist nicht schlimm. Die sind ja meistens, also hier in der Goodie Bag hast du halt meistens einfach eine bunte Mischung drin. Von Tusche, Tusche It Real Good Pearly Creamy, Cream Eyeshadow in der Farbe Pink. Die sind auch super teuer. Finde ich ganz interessant, dass das hier mit drin ist. Ist ja eigentlich von Love, ne? Und Love ist jetzt ja nicht mehr so sehr vertreten. Von Waterdrop, Flair Micro Drink. Und falls ihr dort was bestellen möchtet, bekommt ihr mit Hello 5 einen 5-Euro-Gutschein. Das finde ich cool. Ich habe hier selber ja auch Waterdrops liegen. Mag ich richtig gern. Dann habe ich einen Rich Concealer von Judith Williams. Hat meistens ja keine wirkliche Farbe und ist dementsprechend dann zu dunkel für mich. Der ist mit Vitamin E, das ist total super. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist es dann ein bisschen zu dunkel. Dann von Batiste habe ich ein Trockenshampoo Care and Protect. Keine weißen Rückstände. 50 Milliliter sind hier mit dabei für geschädigtes Haar. Ich weiß, dass super viele halt auf dieses Trockenshampoo stehen. Ich tue es halt nicht. Hier Glow Up Nail Down. Oh, Nagelfeilen. Next Level Shit steht hier drauf. Okay. Ich weiß gar nicht. 3 Nagelfeilen haben wir hier drin. Von Jazz It. Den Stand habe ich gar nicht gesehen auf der Glow. Okay. Interessant. Dann haben wir hier Augenpads drin. Hanf Chill Out Augenpads von Shams mit Repair Effekt. Die habe ich letztens auch in der Box drin gehabt. Hier ist leider meine Review nicht ganz so positiv, weil die halt irgendwie nicht wirklich eine Wirkung gegeben haben. Also,
War nicht ganz so meins. Den müsste ich eigentlich selber noch haben. Übrigens auch hier die dekorativen Kosmetikprodukte kommen in mein Full-Face Beauty-Boxen mit rein, ne? Ist klar. Skin Love and Sensitive von Essence, der Primer Moisturizing and Nourishing. Da hatte mir letztens auch noch eine von euch geschrieben, ob ich den immer noch oder nach wie vor als gut empfinden würde. Ja, definitiv. Also der ist für sensible Haut halt gut geeignet. Dann habe ich von Judith Williams Hyaluron Aktiv Sensitive Serum Anti-Aging für sensible Haut. Mensch, das hört sich so an, als wäre das was für mich. Ich glaube, dass die Pflege von Judith Williams nicht ganz so günstig ist. Dementsprechend freut man sich drüber. Ich habe auf der Glow gesehen, dass da halt auch allerhand Jugendliche Ladies unterwegs waren, deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn die sowas in der Goodiebag drin haben, dass sie das dann easy an die Mom weitergeben können und die Mom freut sich dann halt, ne? Dann habe ich hier was von Langhaarmädchen drin, das ausgelaufen ist. Oh nein! Es riecht aber sehr angenehm. Liquid Wonder, oh ja, Pflege in 9 Sekunden, sowas ist das. Ja, das mache ich, das probiere ich, das mache ich, verwende ich und teste ich mal aus, ne? Für langes geschädigtes Haar. Und da gibt es jetzt ja mittlerweile so viele verschiedene von, ne? Ich habe das auch von Balea mir schon geholt. Ich weiß gar nicht, ich glaube L'Oreal hatte das zuallererst rausgebracht, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr ad hoc. Und jo, das wird dann auch ausprobiert. Also gut gepackt, diese Tasche, das muss man sagen. Judith Williams Niacinamid Expert, ein Gesichtspeeling. Reines Niacinamid und Multiglow. Okay, strahlende, feinporige und reine Haut. Das hört sich interessant an, da muss ich mir nochmal die Inhaltsstoffe durchlesen, was dann letztendlich für diesen Peeling-Effekt zuständig ist. AHA-Komplex und Enzyme. Oh, schön. Das kann ich dann aber tatsächlich nicht in der Schwangerschaft verwenden. Das wird dann danach angewendet, ne? Weil jetzt gerade ist meine Haut zu sensibel für Fruchtsäure. Das sollte ich besser meiden aktuell. Schön. Five in der Box, hier ist eine Lidschattenpalette drin von Catrice. Das ist die 030 Warm Spice Look. Die müsste ich auch selber da haben. Ist ein schönes Geschichtlein. Da kannst du einen schönen Look halt mit schminken, weil du hast halt drei matte und zwei schimmernde Töne mit dabei. Und das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Also da kann man wirklich easy peasy einen Look mit schminken. Ihr seht selber, ich bin eher so ein Paradiesvogel. Aber ich glaube, dass es mehr so was für den Alltag ist. Ne? Von Oh Yes habe ich hier noch eine Lippenpflege. Hallo, ich bin Natural. Das ist nett mit Bio-Aloe Vera. Ein Lippenpflegestift ist das. Ich habe noch nicht von Oh Yes Lippenpflege ausprobiert. Da kann ich jetzt so noch gar nicht euch was zu sagen. Hier habe ich noch, ach süß, von Smile, ein Lipgloss to go mit drin. 1,2 Milliliter, ein veganes Produkt. Das ist, ja, ist Smile oder Smile nicht eher eine Zahnpasta? Ist auf jeden Fall ganz süß, ne? Ja. Dann habe ich eine Duschpflege von Sebermädchen mit drin, pH hautneutral mit 5,5, Mango und Ingwer. Sowas kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich mag feste Produkte manchmal schon. Manchmal ist es so bei Haaren und so, das mag ich leider nicht so gerne. Von Lavera habe ich hier ein Produkt mit drin, ein Make-up-Setting-Spray, das müsste ich selber auch haben. Kommt dann auch ins Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Aber finde ich schön, dass hier auch Naturkosmetik in dem Sinne bei dekorativer Kosmetik vertreten ist, ne? Mensch, wirklich, also das ist echt eine gute Glow-Bag. Die Palette von Catrice kenne ich noch gar nicht. Basic Bay Eyeshadow-Palette. Kennt ihr die? Schreibt mir die mal gerne. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Wir haben hier überall drauf so ein Coffee to go. Das passt natürlich voll zu mir. Born to be basic steht hier drin. Ich habe die Palette noch nie gesehen. Ui, das ist Karma, Baby. Gentle Cleansing Foam von Moi, von Stephanie Giesinger, hatte ich letztens euch in dem DM-Haul gezeigt. Witzig, der Samstag ja auch online gekommen ist, als ich auf der Glow war. Und da habe ich in dem DM-Haul gesagt, ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich den für mich behalte oder ob ich den dann wirklich Marion schenke, ne? Und letztendlich habe ich den aber auch in Marions Geschenkpaket reingepackt. Und Karma Baby, ich habe ihn in meiner Glowback drin. Das finde ich schön, dann kann ich den nämlich wirklich selber ausprobieren. Finde ich wirklich schön. Dann habe ich hier eine Mascara oder ein Geschenkset von L'Oreal mit drin. Blicköffnender Effekt. Das ist die Bambi Eye Mascara und ein Kajal ist auch mit am Start. Die Bambi Eye Mascara wollte ich wirklich immer schon mal ausprobieren. Finde ich klasse. Die soll ja super sein. Dann habe ich hier eine Maske drin enthalten. Das ist ein Zweier-Sachet von Luvos Heilerde. Ein Luvos-Stand habe ich bisher gar nicht gesehen auf der Glow irgendwie. Mit Hamamelis, reinigt intensiv, nimmt Glanz und glättet nachweislich für schöne und gesunde Haut. Das ist wirklich ein Produkt, was ich auch echt gut vertrage. Also mega geil. Dann habe ich hier einen Deo-Stick. Ah, das ist echt
ne, wirklich was ausgelaufen. Das ist wirklich schade. Aber gut, es riecht wenigstens gut. Von E plus M Berlin ist es ein Deo-Stick Flower Power. Der ist dann aber eher was für eine Freundin von mir. Die steht halt auf diese Deo-Sticks. Das ist ohne Wasser, ne? Ist halt super nachhaltig, kannst du nichts zu sagen. Und ja, und auch ohne Plastik. Ist auch immer ganz schön. So, von Sebamed habe ich hier noch eine Wellness-Dusche drin, entspannt die Haut, reinigt besonders mild. Auch hier wieder pH-hautneutral mit 50 Millilitern. Das ist auch immer schön. Schön. Haben wir eine feste Dusche und eine Dusche zum Duschen. Das war nicht so schlau gesagt, Claudinchen. Wir haben ja auch noch ein zweites Gesichtspeeling mit drin von Foamy. Das ist für normale bis fettige Haut, also eher weniger was für mich, weil du halt hier auch... Nee, oder... Weiß ich nämlich nicht, ob man da auch so halt mechanisches Peeling drin hat. Ne? Sanft peelend mit Jojoba-Wachsperlen und Aprikosenkernöl. Muss ich gucken, ob ich das vertrage. Ne? Weil ab und an ist sowas ganz schön, aber ich, wie gesagt, habe aktuell halt das eher sensibel unterwegs bei mir. Gut, die kennen wir. Ne? Da stehen aber auch viele echt drauf, diese Refreshing Tissues von 4711. Ja, ne? Ist nicht ganz so meine Welt, muss ich sagen. Ich habe da lieber ein Spray mit dabei. Ein bisschen was zu naschen von Hey Organics oder Hey Natural Bite. Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Riegel. Ist ganz schön für den Heißhunger zwischendurch. Dann habe ich hier noch einen richtig geilen Nagellack, aber wirklich cool von Manhattan. Der bleibt. Wow. 155 Beach Breeze Please. Guckt euch mal diese Farbe an. Das ist so ein ganz tolles Neongelb. Und ich habe just mein gerade... diesen Gelbton aussortiert. Das ist nämlich von Catrice aus dieser Neon-Reihe, ne? Weil der hält nicht richtig gut. Der sieht auch streifig aus in 4 Schichten. Das muss man sich mal reinziehen. Und deswegen wird der jetzt mal ausprobiert. Dann habe ich von Alverde hier etwas drin, und zwar ein festes Shampoo Repair, regeneriert und stärkt. Das ist halt das, was ich eben schon gesagt habe. Feste Shampoos verwende ich halt nicht, weil dadurch meine Haare wirklich krass austrocknen. Für den perfekten Glow jetzt Stammzellspenderin werden. Das ist halt diese Stefan-Mohr-Stiftung, ist halt nochmal hier involviert, finde ich gut. Dann habe ich von Essence Brow Like a Boss Ink Brow Gel in der Farbe 02 Brown. Das wird mir zu dunkel sein, deswegen wird das weiter wandern dürfen. Und als letztes von Bio Vegan Skin Food Bio Acai SOS Anti-Pickel-Tupfer gegen Hautunreinheiten. Sowas ist immer ganz süß. 5 Milliliter sind hier drin. Ich habe sowas von Dalton. Da gilt aktuell, habe ich in diesem Video auch anfangs schon gesagt, ne, glaube ich, bei der Morgenroutine, Beauty Claudi für 20% Rabatt. Gönnt euch auf jeden Fall hart. Also der von Dalton, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne leiden. Also ja, muss ich mal gucken, ob ich den hier in Anwendung nehme oder weiter wandern lasse. So, gratis dabei haben wir natürlich auch immer diese wunderschöne Bag, die man sich als Rucksack umschnüren kann. Finde ich auch immer praktisch. Dann habe ich ein paar Goodies bekommen. Die waren wirklich sehr zurückhaltend mit den Goodies, die die einem so mitgegeben haben. Ne? Habe ich ja einmal von Seeberger Genussmix, beziehungsweise das ist das, was Nika mir noch gegeben hat, weil ich habe meine direkt vernichtet. Ja, 40 Gramm, ne? Voll geil, mag ich, also voll lecker, mag ich gerne. Als wir in der Creator Lounge saßen, kam Nix um die Ecke, also das mit so einem Bauchladen, und da konnte man sich halt einen Lippenstift rausnehmen. Da habe ich mir diesen hier rausgenommen. Ich traue mich aber, glaube ich, nicht, den anzuwenden, weil er ist halt wirklich lila, monströs lila. Also, das ist wirklich krass. Zieht euch den rein. Also, der wird wirklich, also für Leute, die den feiern, wird er den bestimmt auch voll gut stehen und so. Für mich ist es halt, glaube ich, eher weniger was, weswegen ich den wahrscheinlich halt auch demnächst mal weitergeben oder verlosen werde. Der sieht halt nicht so wunderschön aus. Weil das halt auch ein Sample ist, wo halt hier extra dieses, ne, unkenntlich gemacht worden ist und so. Aber trotzdem kann ich ja mal so als Verlosung mit so beilegen. Dann habe ich hier einen Nagellack mir aussuchen dürfen, als ich bei Cosnova, also bei Catrice und Essence, was gekauft habe. Das ist hier diese Nummer 107 Iconails Gel Lacquer Peach Me. Den fand ich auch ganz interessant, den habe ich mitgenommen. Gewonnen habe ich bei Essence den Bingo Flamingo Nagellack. Das ist dieser hier. Auch so eine ganz klassische Farbe. Den dürfte ich sogar schon da haben. Dann habe ich auch aus einem Bauchladen von Maybelline The Colossal Mascara Black so eine kleine Größe mitbekommen. Ne, das ist so eine, ja, typische Adventskalendergröße, nenne ich sie jetzt einfach mal. Maybelline Adventskalender ist übrigens auf Amazon vorbestellbar. Link dazu in der Infobox. Kostet dieses Jahr 59,99 €. Ist ganz schön teuer. War der letztes Jahr auch so teuer?
Ich habe das irgendwie im Hinterkopf, dass der 10 Euro günstiger war. Aber dies Jahr wird eh alles teurer, ne? Jo. Und das war es tatsächlich auch quasi mit den Goodies. Also, ne, ich habe hier noch so eine Tasche dann am Ende in die Hand gedrückt bekommen, als wir halt rausgegangen sind. Ist halt so ein Shopper. Fand ich auch ganz cool. Natürlich auch noch diverse andere Taschen. Und die nehme ich halt ganz gerne zum Einkaufen, packe die mit ins Auto. Oder wenn ich halt Sachen spende, weitergebe, wie auch immer, packe ich die halt auch immer in solche Taschen, um die dann weiterzugeben. Dann habe ich bestellt bei Sumi Sachets. Genau, da habe ich diese beiden Tücher als Goodie mit dazu bekommen, als ich dort was gekauft habe. Und mir wurde auch noch dieses Aloe Vera Gel mit Vitamin C und Hyaluron mitgegeben. Das ist eine Full Size. Das fand ich richtig cool. Und das hat sie dann auch auf meiner Hand getestet. Fand ich sehr, sehr schön. War auch eine super nette Dame, die da am Stand stand und uns beraten hatte. Ne? Nicole und ich standen dann nämlich. Und joa. Das kann ich mir auch gut vorstellen, das einfach mal auszuprobieren. Was ich mir aber gekauft habe, also eins für mich und eins für meinen Freund, ist hier dieses ja, Antitranspirant Kosmetikum Roll-On. Da hat mein Freund seinen schon bekommen. Das gibt es nämlich in weiß und in schwarz. Im Prinzip ist die Verpackung nur gleich. Nur unterschiedlich. Der Inhalt ist der gleiche. Und das ist halt ein Produkt, was einem halt wirklich vor dem Schwitzen bewahrt. Vor Jahren haben wir uns so ein Produkt immer wieder in der Apotheke gekauft, aber das hat wirklich unter den Achseln gebrannt und gejuckt und war nicht schön. Und da habe ich mich auch wirklich jetzt beraten lassen. Sie sagte, ja, es kann brennen und jucken, aber es ist natürlich jetzt auch dadurch, dass du irgendwie diese pflegenden Inhaltsstoffe mit dabei hast. Genau, Aloe Vera Blatt ist mit dabei, Glycerin, dann Sativa, Leaf Extract, bla bla, Allantoin hast du mit dabei. Und deswegen ist das Ganze halt auch ein bisschen milder für die Achseln, aber nicht milder in der Wirkung, ne? Um das mal so zu sagen. Probiere ich aus, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie ich das so fand, wie ich das finde. Und jo, ne? Also auf jeden Fall eine richtig coole Frau, die dabei zu mir stand und uns darüber beraten hat, weil ich auch nachgefragt habe, Mensch, wie ist denn das in der Schwangerschaft und so. Muss ich mir keine Sorgen machen, hat sie gesagt. Das finde ich klasse. Dann waren wir kurz bevor wir die Glow verlassen haben, noch bei Cosnova, also Essence und Catrice, und haben dann halt ja diese Geschichten gewonnen, diesen Essence-Nagellack, und waren rutschen, haben dann ein wunderschönes Bild gemacht. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon auf Instagram gezeigt habe, das sind Sarah, Isabelle und ich zu sehen. Wir hatten Spaß für 10, man sieht es kaum, ne? Es ist richtig großartig gewesen. genau, und da war es halt auch ein bisschen leerer, was ganz gut war, weil diese Schlange war einfach schlimm. Da habe ich mir dann zwei Paletten gekauft in dem Shop, den es halt dort nebenan gab. Die Eyeshadow-Palette von Essence aus der Jurassic World Edition hatte mir Sarah Isabel echt ans Herz gelegt. Ich habe das ja auch schon bei ihrem Video gesehen, ich habe das bei Maxim im Video gesehen und bei vielen, vielen anderen, dass die einfach richtig gut sein soll. Deswegen habe ich mir die gekauft und die Palette habe ich nirgendwo gesehen vorher. Ist auch wohl irgendwie so eine Online-Exclusive-Palette. Schreibt mir mal gerne, ob ihr die schon irgendwo mal gesehen habt. Code Fancy Eyeshadow Palette. So heißt die. Fancy Wipes Only. Ne? Keine Ahnung. Und so schaut die aus. Also die habe ich vorher doch noch nie gesehen. So eine dunkle Seite und eine hellere Seite. Lila Töne, rosa Töne, peachy Töne. Also ich finde die aufregend. Und freue mich einfach, dass ich die da gesehen habe. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit auf der Glow relativ geärgert, ne? Dass halt im Prinzip überhaupt keine Neuheiten oder sowas zu sehen waren. Und als ich dann da bei Essence stand und in der Schlange, ne, und dann gesehen habe, dass es dort auch tatsächlich diese Lidschattenpalette gab, habe ich mich sehr gefreut, weil das einfach ein Produkt war, was ich so noch nicht kannte. Und das ist etwas, was ich eigentlich auch von der Glow erwarte, dass ich dort Produkte sehe, die ich vorher einfach noch nie gesehen habe. Naja, so, ich würde sagen, dass dieser Video-Ausschnitt im Prinzip jetzt auch den Vlog beendet. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein, ob ihr, also wie ihr die Goodie-Bag fandet, was ihr so von der Glow gehalten habt, falls ihr vielleicht auch dort wart, ne? Und ja. Das war es jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, ja, weiß ich noch nicht so genau, Holz oder so. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!